Du wirst staunen, Bella. Nicht übel. Wie wär's, wenn wir ihr Ohrringe schenken? Hey, warte. Für das Mädchen, dem eigentlich nichts gefällt. Perfekt. Na schön, ich mach sie jetzt haltbar. Wundervoll. Und jetzt noch aushärten. Die wird sogar Ricky gefallen. Ist es okay, wenn ich mal kurz verschwinde? Wofür? Ich will einen alten Freund treffen. Du planst keine Überraschungen, oder? Überraschungen? Nein. Wieso? Komm schon, Zane, du weißt, was heute für ein Tag ist. Es ist der 12. Oh, wie konnte ich das vergessen? Ein paar dieser Rechnungen hätten bis zum 10. bezahlt werden müssen. Ich weiß, wie sauer der Obstlieferant sein wird, aber keine Sorge, ich regel das schon. Sonst noch was? Nein, sonst ist nichts. Zum Glück erinnerst du mich an sowas, sonst würde der Laden komplett den Bach runtergehen. Ich würde dir dabei gern helfen, aber ich muss woanders hin. Oh? Ricky ist wieder mit von der Partie, wenn sie mit den Büchern fertig ist. Halt bitte die Stellung. Klar. Weißt du, wie spät es ist? Wird man hier bedient? Wenn ich Zeit habe. Schön, was darf sein? Spaghetti Bolognese 10-mal und ein Dutzend Sandwiches. Ist auf Vorrat. Was für Sandwiches? Die am schnellsten gehen. Wieso die Eile? Was soll die Fragerei? Ist mir auch egal. So eine große Bestellung dauert. Also, wie schnell könnt ihr denn liefern? Wir sind kein Lieferservice. Okay. 20 Mäuse für den Essensboten. Womöglich finde ich da jemanden. Hier ist die Adresse. Hey, du hast ja eine Spende dabei. Läuft die Operation Deko wie geplant? Oh, alles bereit, um sie in Kürze durchzuführen. Wo ist die Zielperson? Die ist im Büro. Viel Glück. Los, komm. Ja, bitte. Hallo? Das ist doch kein Geburtstagsgeschenk, oder? Auf keinen Fall. Es ist ein Weihnachtsgeschenk, ein verspätetes. Schön. Bewahr's an einem sicheren Platz auf. Tja, wollen wir uns nachher am Mondsee treffen? So um 2? Wozu? Um zu schwimmen? Es hat doch nichts damit zu tun, dass ich Geburtstag habe, oder? Aber nein. Nein, Ricky, es geht echt um etwas anderes. Wir drei haben etwas zu besprechen. Es ist wichtig und ziemlich persönlich. Okay, dann sehen wir uns nachher dort. Und danke für... Läuft hier irgendwas, von dem ich was wissen sollte? Das denke ich nicht. Ich meine, ihr könnt es mir ruhig anvertrauen. Ich bin auch Rickys Freundin. Okay, klar, wenn wir irgendwas hören, werden wir es dich wissen lassen. Und wenn ich irgendwas höre, lasse ich es euch wissen. Okay. Denkst du, dass Ricky uns durchschaut hat? Definitiv. Hey, war eine gute Idee mit dem persönlichen Gespräch. Sie denkt, sicher, du meinst Will. Hi. Ich hatte gehofft, dich hier zu treffen. Gratuliere. Ich habe viel an dich gedacht, Bella. Nur an dich. Nicht. Schön, wenn du geistig aktiv bleibst. Wir müssen reden. Das denke ich nicht. Vergiss sie einfach, Will. Sie ist es echt nicht wert, glaub mir. Ich will nichts von ihr. Ja, natürlich. Ich habe einen Job für dich. Ja.
Das ist ja echt viel Essen. Du bist stark, du schaffst das. Der Kai ist meilenweit weg. Das ist doch gut, sie ist einfach ein super Training. Ja, klar, ich bin der Essensbote. Du musst mir helfen, nur dies eine Mal. Komm schon, du packst das. Ich hab eine Lieferung für Sie. Hat lange genug gedauert. Gib's schon her, ja? Nur auf der Durchreise? Ja, kann man sagen. Wie viel? $78. Wart hier. Hier. Das ist zu viel. Behalt's. Und das ist für dich. Viel Spaß damit. Sollte davon nicht was ans Café gehen? Nein, das hast du dir verdient. Sophie, ich brauche jetzt die Einnahmen. Hä? Ich brauche das Geld aus der Kasse für die Abrechnung. Ich habe heute richtig Umsatz gemacht. Toll. Gibst du mir die Kasse? Na klar. Oh. Sorry. Schon okay, ich mach das mit der Kasse. Soll ich das ins Büro bringen? Ja, bitte. Vielleicht, wer heute mit 50ern gezahlt hat? Ein komischer Typ, dem wir was geliefert haben. Gibt's ein Problem? Ich glaube, die sind gefälscht. Was? Blüten? Ja. Keine Sorge. Ich klär das. Hi, haben Sie heute was geliefert gekriegt und mit denen hier gezahlt? Wieso? Das sind Blüten. Ehrlich? Ja, ehrlich. Ich hab gedacht, Sie wollen sie vielleicht zur Polizei bringen. Ja, mach ich. Wenn Sie mir echtes Geld gegeben haben. Ja, na klar. Kommen Sie an Bord. Ich hol nur meine Brieftasche. Gibt's ein Problem? Sieht aus, als hätte man ihm ein paar Blüten angedreht. Ich will bloß mein Geld wiederhaben. Wirklich? Lass mich doch mal sehen. Wissen Sie noch, wo Sie die 50er herhaben? Ja, das ist eine gute Frage. Was glaubst du, Chris? Also lassen Sie sich ruhig Zeit, Sie wollen es doch wiederhaben. Ich muss jetzt auch los. Wenn Sie es beim Café vorbeibringen, wäre das super. Ich denke, Sie bleiben lieber bei uns. Ich hab's eilig. Lass Sie doch gehen. Ich kenne doch nicht mal Ihren Namen. Also was soll das alles? Sagte ich schon, dass das heute mein Geburtstag ist? Happy Birthday. Wo bleibt sie denn? Vielleicht hat sie was Besseres vor. Nee, sicher nicht. Sie ist bestimmt sauer, weil sie weiß, was los ist. Womöglich sollten wir ohne sie anfangen. Nein, sie darf das hier auf keinen Fall verpassen. Und wenn wir sie hierher schleifen müssen. Bitte lassen Sie mich gehen. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich habe nichts gesehen, was... Ach, toll.
Es ist wohl zu viel verlangt, dass heute ausnahmsweise mal keine Katastrophen geschehen. Der einzige... Spar deinen Atem. Ja, es gibt ein Problem. Dürfen wir hier wirklich rein? Komm schon, ich muss dir was zeigen. Ist das nicht echt das Coolste, was du je gesehen hast? Das ist das Geburtstagsgeschenk von Cleo und Bella. Wirklich? Es fühlt sich komisch an. Das ist doch nur so eine Art Glas. Das ist definitiv kein Glas. Das ist bestimmt wertvoll. Was ist das? Oh, ich habe sowas schon gesehen. Das wird aus China importiert, containerweise, echt. Ah, du bist jetzt ein Kunstkenner. Das ist was Seltenes. Und wieso gerade eine Meerjungfrauenskulptur? Keine Ahnung. Was soll's? Du bist heute echt verschlafen. Hey, Bella. Warte, es ist wichtig. Dauert nur eine Minute. Wir müssen reden. Okay, ich bin ganz Ohr. Schieß los. Ich dachte, du wärst vorsichtiger. Ich bin echt nicht ganz sicher, ob ich dir folgen kann. Was ist mit der Meerjungfrauenfigur? Eurem Geschenk für Ricky? Was fällt dir ein, in Rickys Büro zu gehen? Sophie hat sie entdeckt. Was hast du ihr gesagt? Nichts, aber sie gibt nicht auf, bevor sie nicht mehr drüber weiß. Du solltest dafür sorgen, dass sie sich zurückhält. Das kann ich nicht und sie ist wirklich nicht dumm. Wirklich? Ich weiß, ihr habt diese Figur gemacht. Und wenn du und Cleo sie Ricky schenkt, heißt das, die müssen über dich Bescheid wissen. Wenn du das sagst? Hör mir mal zu, Bella. Ich mag dich, aber du kannst mich nicht immer anlügen. Ich hab dein Geheimnis nicht verraten. Wieso erzählst du mir denn nicht einfach alles? Der Boss ist echt verdammt sauer. Meinst du, ihr geht's gut da drin? Das läuft doch alles falsch. Und wessen Schuld ist das, Chris? Jedenfalls nicht meine. Du hast sie doch an Bord gebeten. Wir haben hier 1 Million in Bar rumliegen und du wolltest ein bisschen flirten, oder was? Ich war bei der ganzen Sache nur als Bote eingeplant. Die sehen ja alle gleich aus, Mann. Du bist bescheuert. Die ist von Ricky. Da steht nur Hilfe. Was soll das bloß? Keine Ahnung. Sie braucht uns? Sie macht vielleicht einen Scherz. Womöglich hat sie das mit der Party rausgekriegt und revanchiert sich jetzt. Ruf sie an. Also, was schlägst du vor, Chris? Wir setzen sie einfach ein Stück weiter an der Küste ab. Bis sie zu Hause ist, sind wir längst weg. Und wenn sie zu den Bullen geht? Das nehm ich mal. Hey! Na super, ich hab nämlich noch einen Vertrag über 9 Monate. Idiot, wieso hast du es ihr nicht abgenommen? Ihre Hände waren gefesselt, woher soll ich wissen, dass... Sie geht nicht ran. Versuch's wieder. Nein, es schaltet sich immer nur die Mailbox ein. Wieso schickt sie eine Nachricht und geht dann nicht ran? Sophie, weißt du, wo Ricky steckt? Die ist gegangen. Hast du eine Ahnung, wohin? Wieso? Was ist denn los? Wir waren mit ihr verabredet. Was läuft hier? Sie ist nicht im Büro. Ihr gebt eine Party, stimmt's? Was hat Ricky gesagt, bevor sie ging? Nicht viel. Sie war ziemlich sauer, weil man uns Falschgeld untergejubelt hat. Was? Ein Typ wollte was geliefert kriegen und hat mit Blüten bezahlt. Weißt du, wohin geliefert wurde? Ich weiß nicht. Es war ein Kai. Will hat's hingebracht. Bescheid wegen der Party! Ich erreiche wen
weder Zane noch Luis. Melko Funkloch? Wir brauchen Will. Nein, das lassen wir lieber. Aber wenn er nun weiß, wo Ricky ist... Es ist zu riskant, er weiß nichts von euch zwei. Was ist wichtiger, unser Geheimnis zu schützen oder Ricky? Wir müssen wissen, wo Ricky ist. Hier ist sie nicht. Will, es ist wichtig. Sophie sagt, du hast an irgendeinem Kai Blüten bekommen. Gefälschtes Geld? Ricky wollte es zurückbringen. Du musst uns sagen, was du weißt. Unter einer Bedingung, okay? Ihr sagt mir, was ihr über Meerjungfrauen wisst. Ihr alle drei? Ja. Seid ihr gemeinsam verwandelt worden? Nein. Wie lange wisst ihr da schon voneinander? Seit wir uns kennen, aber ich konnte es dir nicht sagen, weil... Es muss ein Geheimnis bleiben. Ich fasse es nicht, dass Ricky auch eine ist. Ist sie aber. Und alles hat mit Mako Island zu tun. Ich wusste es. Du hättest es mir sagen können. Tut mir leid, aber wir mussten einander schützen. Das verstehe ich ja. Okay, genug geredet. Ja, los jetzt. Komm schon. Kommen Sie schnell. Was jetzt? Wir warten. Ich kann nicht nur warten. Ich auch nicht. Okay, ich auch nicht. Was willst du? Hi, ich wollte mich nochmal bedanken für das großzügige Trinkgeld vorhin. Hab ich dir gern gegeben. Schönes Boot. Was dagegen, wenn ich es mir mal ansehe? Ja, allerdings. Hey, verschwinde! Hau ab, ja? Wie viele Schlafplätze hat das Boot? Wieso hast du ihn an Bord gelassen? Hab ich nicht. Runter, los! Hey, ich bin bloß am Boot interessiert. Die Bullen! Das ist eine Falle. Schaff den Idioten sofort von Bord! Ricky! Schnell! Ist abgeschlossen! Zusammen auf drei. Eins, zwei, drei! Au! Wieso kommt ihr jetzt erst? Was tut der denn hier? Erklären wir dir später. Wir müssen hier raus.
Hey, hast du Ricky gesehen? Hat's was mit ihrem Geburtstag zu tun? Um ehrlich zu sein, ja, es... Reden wir von einer Party, Zane? Es soll eine Überraschung sein. Oh, kein Problem. Kann ich irgendwie Kannst helfen? Kannst du? Würdest du heute Nachmittag die Stellung halten? Klar. Danke, Sophie, das ist ganz toll. Sieht echt klasse aus. Wir dachten uns, dass es dir gefällt. Hey, ich dachte, du würdest die hier gern haben. Die hast du aus meinem Büro geklaut? Eher gerettet. Sophie hat sich für sie interessiert. Cool. Ich schätze, ich muss dir jetzt vertrauen. Ich kann gut schweigen. Das will ich auch hoffen. Um deinetwillen. Mann, ihr seid echt schwer zu finden. Was tut der denn hier? Er hat Ricky das Leben gerettet, als du nicht zu erreichen warst. Was, du warst in Lebensgefahr? Lange Geschichte, aber wir können ihm trauen. Und er weiß alles. Er weiß alles? Du sagst es. Happy, was auch immer. Ich weiß, du hast eins, aber... Ein perfektes Geschenk, ehrlich. Danke. Ricky, komm und puste die Kerzen aus. Was tust du da? Wir haben noch nicht mal das Lied gesungen. Ja, aber es ist einfach zu viel Feuer für einen Tag. Feuer? Hip, hip, hurra! Hurra! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Du wirst staunen, Bella. Nicht übel. Wie wär's, wenn wir ihr Ohrringe schenken? Hey, warte. Für das Mädchen, dem eigentlich nichts gefällt. Perfekt. Na schön, ich mach sie jetzt haltbar. Wundervoll. Und jetzt noch aushärten. Die wird sogar Ricky gefallen. Ist es okay, wenn ich mal kurz verschwinde? Wofür? Ich will einen alten Freund treffen. Du planst keine Überraschungen, oder? Überraschungen? Nein. Wieso? Komm schon, Zane, du weißt, was heute für ein Tag ist. Es ist der 12. Oh, wie konnte ich das vergessen? Ein paar dieser Rechnungen hätten bis zum 10. bezahlt werden müssen. Ich weiß, wie sauer der Obstlieferant sein wird, aber keine Sorge, ich regel das schon. Sonst noch was? Nein, sonst ist nichts. Zum Glück erinnerst du mich an sowas, sonst würde der Laden komplett den Bach runtergehen. Ich
Ich würde dir dabei gern helfen, aber ich muss woanders hin. Oh? Ricky ist wieder mit von der Partie, wenn sie mit den Büchern fertig ist. Halt bitte die Stellung. Klar. Weißt du, wie spät es ist? Wird man hier bedient? Wenn ich Zeit habe. Schön, was darf sein? Spaghetti Bolognese 10-mal und ein Dutzend Sandwiches. Ist auf Vorrat. Was für Sandwiches? Die am schnellsten gehen. Wieso die Eile? Was soll die Fragerei? Ist mir auch egal. So eine große Bestellung dauert. Also, wie schnell könnt ihr denn liefern? Wir sind kein Lieferservice. Okay. 20 Mäuse für den Essensboten. Womöglich finde ich da jemanden. Hier ist die Adresse. Hey, du hast ja eine Spende dabei. Läuft die Operation Deko wie geplant? Oh, alles bereit, um sie in Kürze durchzuführen. Wo ist die Zielperson? Die ist im Büro. Viel Glück. Los, komm. Ja, bitte. Hallo? Das ist doch kein Geburtstagsgeschenk, oder? Auf keinen Fall. Es ist ein Weihnachtsgeschenk, ein verspätetes. Schön. Bewahr's an einem sicheren Platz auf. Tja, wollen wir uns nachher am Mondsee treffen, so um 2? Wozu? Um zu schwimmen? Es hat doch nichts damit zu tun, dass ich Geburtstag habe, oder? Aber nein. Nein, Ricky, es geht echt um etwas anderes. Wir drei haben etwas zu besprechen. Es ist wichtig und ziemlich persönlich. Okay, dann sehen wir uns nachher dort. Und danke für... Läuft hier irgendwas, von dem ich was wissen sollte? Das denke ich nicht. Ich meine, ihr könnt es mir ruhig anvertrauen. Ich bin auch Rickys Freundin. Okay, klar, wenn wir irgendwas hören, werden wir es dich wissen lassen. Und wenn ich irgendwas höre, lasse ich es euch wissen. Okay. Denkst du, dass Ricky uns durchschaut hat? Definitiv. Hey, war eine gute Idee mit dem persönlichen Gespräch. Sie denkt, sicher, du meinst Will. Hi. Ich hatte gehofft, dich hier zu treffen. Gratuliere. Ich habe viel an dich gedacht, Bella. Nur an dich. Nicht. Schön, wenn du geistig aktiv bleibst. Wir müssen reden. Das denke ich nicht. Vergiss sie einfach, Will. Sie ist es echt nicht wert, glaub mir. Ich will nichts von ihr. Ja, natürlich. Ich habe einen Job für dich. Das ist ja echt viel Essen. Du bist stark, du schaffst das. Der Kai ist meilenweit weg. Das ist doch gut. Sie ist einfach ein super Training. Ja, klar. Ich bin der Essensbote. Du musst mir helfen, nur dies eine Mal. Komm schon, du packst das. Ich habe eine Lieferung für Sie. Hat lange genug gedauert. Gib's schon her, ja? Nur auf der Durchreise? Ja, kann man sagen. Wie viel? $78. Wart hier.